Problem, denn Sie sagen, diese Videokonferenzen würden den Grundsatz der Unmittelbarkeit aushebeln. Themenwechsel. Besonders hart ist auch die Veranstaltungsbranche von der Krise betroffen und damit auch zahlreiche Catering-Firmen. Viele rechnen mit einem Umsatzverlust von 100%. Andrea Frey hat ein kleines Unternehmen besucht, das verzweifelt ums Überleben ringt. Wir sind in Kloster Neuburg-Kierling bei Wien. In diesem Einfamilienhaus lebt und arbeitet die Unternehmerin und geschiedene Alleinverdienerin Joëlle Raverdy. Sie ist gebürtige Französin, die seit 30 Jahren in Österreich lebt. Um bei ihren 4 Kindern sein zu können, gab die Akademikerin vor 19 Jahren ihren sicheren Bürojob als Export-Sachbearbeiterin auf, machte ihr Koch- und Backhobby zum Beruf und eröffnete ihre kleine Catering-Firma Joëlle. Im März und April waren ihre Catering-Dienste unter anderem auch für internationale Organisationen noch sehr gut gebucht. Doch dann kam der Lockdown und die gesamten Aufträge wurden storniert. Am Anfang, man versteht nicht wirklich, was es bedeutet, würde ich ehrlich sagen. Und dann, man sagt, okay, das wird schon irgendwie, aber dann habe ich E-Mails hintereinander bekommen von Absage, ja, sie müssen stornieren. Und dann nach 2-3 Tagen ist mir dann klar geworden, dass ich überhaupt kein Geld mehr verdienen werde. Der stornobedingte finanzielle Verlust beläuft sich mittlerweile auf 30.000 Euro, die unwiederbringlich weg sind. Ihre 6 zum Teil geringfügig beschäftigten Mitarbeiter mussten gekündigt werden, da Kurzarbeit für diese Firma keine Option war. Darunter auch Tochter Flor. Jetzt versucht die 55-Jährige bis auf Weiteres allein einen Quiche- und Tartlieferdienst zu betreiben. Der geht allerdings so gut wie gar nicht, da jetzt jeder Gastronom Essen to go und Lieferdienste anbietet. Es ist mehr oder weniger wie eine Beschäftigungstherapie. Es bringt kein Geld. Ich kann nicht damit leben. Die Produkte sind gut und ich hoffe, dass es sich ein bisschen diese Mundpropaganda, die Leute sprechen miteinander und sagen, oh, ich habe das gekostet, das ist wirklich gut und vielleicht werde ich bekannter und ein bisschen mehr verkaufen. Ja, das ist meine Hoffnung. Ja. Ich bekomme nicht einmal eine E-Mail. Das ist aus. Dazu kommt, dass Joëlle Raverdy wegen der guten Buchungslage noch im Februar ihre Lager maximal auffüllte. Alles vorfinanziert. Das ist insgesamt eine gute 5.000 Euro, die wir nicht verwerten können. Und irgendwann einmal, es hält nicht ewig lang. Okay, Zucker schon, aber die anderen Produkte in 4 Monaten ist kaputt. Ebenso fatal sieht die Unternehmerin ihre Zukunft. Denn der Härtefallfonds, um den sie angesucht hat, deckt weder die Lebenshaltung noch die laufenden Fixkosten. Ich habe ein bisschen Reserve, ich habe geschaut. Ich kann, sagen wir, 4 Monate überleben. Kredit will ich nicht aufnehmen, weil Kredit, es ist kein Geschenk. Ein Kredit ist kein Geschenk. Man muss es zurückzahlen, irgendwann einmal. Und ich werde nicht einen Kredit aufnehmen, wenn ich nicht weiß, ob ich Arbeit habe. Das macht keinen Sinn. Während bei Gasthäusern und Restaurants Mitte Mai die Maßnahmen gelockert werden sollen, steht die Catering-Branche bis auf unbestimmte Zeit still. Ihre erste Prognose, die Arbeit wieder hochfahren zu können, war Jänner. Aber jetzt bin ich ein bisschen pessimistisch geworden, weil ich habe gehört, England redet schon von Herbst 21, Frankreich dasselbe. Momentan ist die Branche tot. Wir können nicht arbeiten. Ob und wann diese Köstlichkeiten wieder im alten Stil gekatert werden können, steht in den Sternen.